Inwieweit ist die moderne Spiritualität nur der verlängerte Arm eines Systems, das sich der Sehnsucht des Menschen bedient und gewinnbringend zunutze macht? Denn festzustellen ist, dass dieser große Informations- und Produktmarkt zwar Glückseligkeit verspricht, aber die Menschen in der Opferrolle hält. Aber warum ist das so? Warum kommen wir nicht in unsere Stärke und fühlen uns weiterhin schwach? Dieser Frage gehen wir nach und schauen ins Schwarzbuch der Spiritualität. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Martin Zoller. Peggy, schön, dass ich wieder bei euch sein darf und auch einen ganz lieben Gruß an die Zuschauer. Es ist immer wieder schön, dich zu sehen. Und ich finde das Thema, so wie ich es gerade schon angekündigt habe, ist ja wirklich spektakulär. Du hast mich eigentlich auf die Idee gebracht. Was bedeutet Schwarzbuch der Spiritualität? Ja, schau mal, ein Schwarzbuch, das ist, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Schwarzbuch des Kommunismus, das hohe Wellen geschlagen hatte. Und es gibt immer wieder Schwarzbücher zu Themen, die unangenehme Situationen, Wahrheiten offenlegen, über die nicht unbedingt gesprochen werden möchte, aber die trotzdem vorhanden sind. Und ich bin auf diesen Begriff für dieses Gespräch gekommen, weil vor einigen Jahren schon fing mich sehr viel in dem, was wir spirituelle Bewegung nennen, an zu stören. Es fing mich an zu stören, weil ich erkannte, wie es in den Jahrzehnten, in denen ich mich in diesen Feldern bewege, also 2,5 Jahrzehnten, fast 3 Jahrzehnten unterdessen, wie sich vieles verändert hat und wie es eigentlich mehr und mehr zu einer religiösen Struktur wurde. Also Spiritualität per se bedeutet ja, dass man sich auf einer geistigen Ebene befindet, die sich abhebt von Materiellem und vom Dogmatischen. Nun ist es aber leider so, dass das Spirituelle alles andere als frei vom Dogmatischen ist, sondern sich einfach in sehr vielen Aspekten ein wenig von der uns, ich spreche jetzt von der katholischen Kirche oder von der christlichen Kirche, abgehoben hat, aber im Großen und Ganzen einfach dieselbe Suppe mit anderen Beilagen ist. Und ich spreche daher teilweise auch wie das davon, dass das, was wir als spirituelle Bewegung kennen, eigentlich nichts anderes als eine weitere Reformation der katholischen Kirche ist, wenn man das Ganze mal ein bisschen überspitzt betrachtet. Ich möchte auch erklären, warum, weil die Grundstrukturen der modernen Spiritualität, der Institution Spiritualität, auch wenn es hier keinen Papst gibt, aber es ist unterdessen trotzdem institutionalisiert. Wir kennen in der christlichen Kirche kennen wir Himmel und Hölle so. Und in der modernen Spiritualität glaubt keiner an Himmel und Hölle oder ganz wenig, aber man spricht von Karma und von guten vergangenen Leben, von schlechten vergangenen Leben. Wenn du nicht gut bist und lieb bist in diesem Leben, hast du schlechtes Karma und leidest im nächsten Leben. Und wenn du gut bist, dann hast du ein gutes und zufriedenes Leben. Das unterscheidet sich eigentlich in nichts von Himmel und Hölle. Es hat einfach andere Namen. Und glaubt man nicht unbedingt an Jesus und an die Heiligen. Dafür hat man irgendwelche anderweilige Geistführer, die man anbetet, oder Schutzengel, die man anbetet, oder hinduistische Gottheiten oder Pachamamas oder was weiß ich, irgendwelche brasilianischen Heiligen. Also da wurden einfach auch die Gesichter etwas verändert und die Hautfarben, aber es ist auch hier wieder dieselbe Grundstruktur. Und dann natürlich auch, dass wie in der katholisch-christlichen Kirche auch die Predigt auch bei uns an esoterisch-spirituellen Kreisen oder Kongressen anlässen, da wird dann auch von der Kanzel gepredigt, genau wie in der Kirche, und die Leute hören zu und müssen sich anhören, was gut ist und was schlecht ist. Und selbst das Thema Heilsversprechungen ist ja in der Spiritualität enorm stark, und das hat mich auch total gestört,
weil Heilserwartungen, Heilsversprechungen machen ja nichts anderes als die Verantwortung, die Eigenverantwortung ablegen an irgendjemand anderen, sei das an einen Außerirdischen, der uns rettet oder an einen Quantensprung oder an das Erhöhen der Schumann-Frequenzen auf der Erde, da kann man glauben, was man will. Es gibt ganz viele solcher Theorien und Erwartungen. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen wie die Wiederkehr des Messias. Und wenn der kommt, dann wird alles besser so. Und das hat mich dann angefangen zu stören. Nicht, weil mich das Thema oder die Richtung per se Spiritualität stört. Ich finde das sehr gut. Ich finde es sehr wichtig. Aber nur, wenn es nicht dogmatisiert und institutionalisiert wird. Und leider muss ich sagen, ist das, was wir heute erleben, nichts anderes als eine Institutionalisierung der Spiritualität. Also es ist auch hier ein Machtinstrument geworden, wie du gesagt hast, zu Beginn auch mit allen möglichen an Produkten etc. Und was ich jetzt noch kurz einbringen will, und dann bin ich zu Ende mit dieser Auslegung, was ich erschreckend fand, ist, wie, und das war für mich so ein Abstieg in eine noch gefährlichere Zone dieser spirituellen Entwicklung, ist, dass sich nämlich die spirituelle Szene, also sagen wir jetzt die institutionalisierte spirituelle Szene, die jetzt nicht so gebunden ist wie eine Kirche, aber sie ist sehr global, sie ist eher so ein bisschen wie einzelne Zellen, die aber einem ähnlichen Glauben folgen, und da gibt es dann halt verschiedene Vorbilder, Gurus, Leiter, Führer etc. Und was ich einen gefährlichen nächsten Schritt fand, das war zu Beginn 2020, dass sich nämlich die spirituelle Szene politisch einbinden ließ. Und das ist ja natürlich ganz das Gegenteil von dem, was Spiritualität sein sollte. Das war kein Zufall übrigens, möchte ich jetzt hier vielleicht noch einbringen. Spirituelle Szene als Institution bekam auch teilweise politisch Macht, nicht viel, aber sie bekam etwas, sie bewegt sehr viel Geld, sie hat auch sehr viele Leute beeinflusst. Und da musste dann natürlich auch etwas dagegen unternommen werden. Und da, denke ich, wurde dann, nicht, dass das so geplant war langfristig, aber da wurde dann die Gelegenheit beim Schopf genommen, als nämlich zu Beginn der Pandemie gerade auch die Alternativ, und dazu gehört die spirituelle Szene, auch unterwandert wurde, bewusst unterwandert wurde, und zwar ganz oben und ganz unten, um diesen Bewegungen einen politischen Touch zu geben. Wir wissen, dass dies Richtung Schwurbler, Richtung Querdenker, Richtung Rechtsradikale ging, also die Nazikeule wurde geschwungen, und die spirituelle Szene hat extrem gelitten durch diese Entwicklung. Die Unterwanderung funktionierte folgendermaßen, dass nämlich einzelne Personen, die ganz oben eingesetzt wurden, sprich Wissenschaftler, Ärzte etc. oder auch gewisse Philosophen, die von gewissen staatlichen Stellen platziert wurden, um das Ganze so in Frage zu stellen, um eine Anhängerschaft zu gewinnen, weil man genau wusste, welche Kreise man damit ansprechen will und welche sich angezogen fühlen, hat ja bestens funktioniert. Und dann natürlich auch ganz unten in den Demonstrationen, da gab es dann auch V-Männer, die von Sicherheitsdiensten eingeschleust wurden, um für Unruhen zu sorgen, um sich in lächerlichen Kostümen zu zeigen, um auch dort eine Seriosität zu nehmen und zu zeigen, das sind ja alle Spinner und Verrückte. Die Szene ließ sich einbinden in das. Wir haben das ja auch gesehen in verschiedensten Interviews und Online-Kongressen, die dann in dieser Zeit waren. Es ist leider gelungen, diese spirituelle Szene so zu diffamieren, und den Höhepunkt davon, den hatten wir in der Schweiz vor wenigen Wochen gesehen,
als nämlich Thomas Schmelzer in Zürich im Volkshaus einen spirituellen Kongress organisierte und dann war in sämtlichen Tageszeitungen der Schweiz, Blick, Zürcher Zeitung etc., waren Artikel, dass da war die Christina von Dreien, die wurde die moderne Uriella des Thurgaus genannt und der Daniel Ganser, das war dann der Oberverschwörer. Und dann war vor den ganz normal esoterischen spirituellen Tagen, es war keine große Demo, aber es war eine Demo, die Antifa hat dazu aufgerufen und andere Kreise, die haben dann diese Neonazi-Esoteriker, so stand das auch in einer der Zeitungen. Also der Ruf, den man der spirituellen Szene somit anhängen konnte, der wirkte zerstörerisch und der hat sehr viel Unruhe in diese Szene gebracht. Schade, aber da ließ sich die spirituelle Szene politisieren, politisch einbinden, politisch manipulieren, ohne dass sie es merkte. Ich habe mich deswegen bereits gleich von Anfang an der Pandemie habe ich mich auch zurückgezogen von Anlässen online, an denen andere waren, von denen ich sah, dass sie sich hier politisch einbinden ließen, weil ich erkennen konnte, wusste, in welche Richtung das geht und übrigens auch von staatssicherheitsdienstlichen Strategien her war das natürlich sehr gut und sehr erfolgreich, weil früher mussten die Staatssicherheitsdiensten Akten anlegen, sie mussten Fischen anlegen, die Stasi oder auch in der Schweiz und in anderen Ländern, man musste Telefongespräche abhören, man musste Agenten auf Leute ansetzen, um zu sehen, wer geht wann wohin. Und jetzt dank dem Informationszeitalter mussten nur noch die ganzen Webseiten, Social Medias kontrolliert werden, Algorithmen eingepflanzt werden. Und dann hatte man eine wunderbare Akte zusammen, eine wunderbare Bibliothek an Akten von solchen, die sich in diesen und ähnlichen Situationen kritisch benehmen. Also da hat man sich eigentlich durch dieses Politisieren lassen, hat sich die spirituelle Szene ein Eigentor geschossen, weil es jetzt schön kategorisiert wurde und man bereits dann für eine nächste Entwicklung in eine solche Richtung schon vorgemerkt ist. Also die globale Bewegung, die Institution Spiritualität ist weit weg von dem, was sie ursprünglich mal sein wollte und ja, nur noch instrumentalisiert worden. Sei es von eigenen Leuten, die daraus Vorteil ziehen oder sei es eben auch durch äußere Einflüsse, so wie ich es vorhin eben erzählte. Aber auch viele, die sich spirituell nennen, die seit vielen Jahren alle möglichen Seminare besuchen, ja, Bücher lesen, selbst praktizieren, merken ja auch, dass das, was sie anwenden seit vielen Jahren, jetzt in der Krise, in einer Zeit des Wandels, irgendwie trotzdem feststecken. Ja, sie sind irgendwie doch schwach, kommen nicht in ihre Kraft, kommen nicht irgendwie zu Potte oder zu Geld oder zu den Erfolgen, die sie sich gewünscht haben. Offensichtlich verspricht Spiritualität ja mehr, ja, als es hält. Was sagst du dazu? Ja, interessanter Punkt. Es hat halt auch mit den Themen zu tun, die Spiritualität, so wie wir sie kennen, angehen. Wenn natürlich ein gestandener Mann oder eine gestandene Frau in gutem Alter seit 10 Jahren an der Heilung des inneren Kindes arbeitet, dann ist irgendwas einfach falsch. Und wenn man genauso lange daran arbeitet, irgendwelche tief vergrabenen Leichen aus sich herauszuholen, von irgendwelchen Traumata, die immer noch nicht geheilt wurden, und auch da wieder in die Opferrolle geht, dann kommt man auch nicht wirklich weiter. Und ich denke, das ist eine der Gefahren, die gerade auch in der spirituellen Szene sind. Man versucht alles Mögliche an Heilung. Man lebt eigentlich hauptsächlich in der Vergangenheit, indem man alles Mögliche an Traumata aufarbeiten will etc. und geht ganz wenig in die innere Stärke. Ich habe das während Corona fiel mir das stark auf und ich hatte deswegen auch viel in meinen Veröffentlichungen mit dem Thema innere
intuitiver Krieger gearbeitet, weil wir befanden uns in einem Krieg, wir befanden uns in einem Informationskrieg, in einem gesellschaftlichen Krieg, und wir befinden uns immer noch in einem Informationskrieg, und auch der gesellschaftliche Krieg wird immer härter, wird immer mehr, wird immer intensiver, die Waffen werden immer roher. Und wer natürlich in solchen Situationen jetzt immer noch am inneren Kind arbeiten möchte, um das irgendwie aufzuarbeiten und an seinen tausenden Verletzungen, der wird natürlich da untergehen. Also es geht darum, ja, und ich nehme da gerne als Beispiel, wenn wir jetzt auch gerade von Spiritualität arbeiten, dann identifiziert euch doch mal mit dem inneren Wikinger, mit dem inneren Krieger, mit dem inneren Heiler, mit dem inneren Seher, also jenen Aspekte, die mit der Kraft arbeiten. Das ist das, was jetzt auch du angedeutet hast, dass die viele Leute dann auch an ihre Grenzen kamen während der Corona-Krise, weil sie zwar jahrzehntelang an solchen und ähnlichen wie eben angesprochenen Themen arbeiteten, aber nicht an Themen arbeiteten, die halt eben in schwierigen oder Krisensituationen funktionieren müssen. Und das sehe ich ist natürlich ganz anders. Ich habe ja auch lange im Mittleren Osten gelebt. Israel, Libanon, ich war in Afghanistan, in Syrien, im Iran war ich längere Zeit auch und auch in südamerikanischen Ländern mit Krisen in Afrika. Also dort wird Spiritualität, so wie wir es kennen, auch gelebt, aber die Themen sind halt andere. Man setzt sich dann halt dort realistischer mit der Umgebung auseinander. Und es ist ja nicht so, dass was wir bis anhin falsch machten oder nur falsch war. Aber wir ändern uns, die Zeiten ändern sich und damit müssen sich, auch wenn Spiritualität überleben will und wenn Menschen wirklich auch spirituell an sich arbeiten möchten, müssen sie erstens mal aus dieser Angst des Dogmas weg, also aus dieser Institutionsspiritualität, sich auch wieder etwas lösen und wirklich in die eigene innere Kraft gehen, also auf dem Dogma lösen und dann die Spiritualität, also den inneren Wachstum, den aktuellen Zeiten anpassen. Sonst ist das so, wie wenn ich im Sommer mit dem in den Badehosen meditiere und dann wird es Winter und dann gehe ich immer noch mit den Badehosen raus und hole mir eine Erkältung oder eine Lungenentzündung. Wenn es kalt ist, muss ich mich warm anziehen. Wenn es draußen stürmisch ist und sich sehr viel verändert, dann muss ich auch meine Spiritualität, meine Medialität, meine Intuition, meinen Wachstum, muss ich diesen Themen anpassen. Und wir leben nun halt mal in Zeiten, in denen wir das innere Kind, ich sage das jetzt schon wieder so provokativ, hinter uns lassen müssen und uns ein wenig um den inneren Krieger kümmern, der auch ein starkes Rückgrat hat. Woher kommt denn diese Sehnsucht nach Perfektion des Menschen und gleichzeitig auch so diese Sucht nach Schattenarbeit? Ja, offensichtlich sind wir süchtig und glauben, wir müssen ständig was optimieren, ständig was auflösen, abarbeiten. Woher kommt das? Und vielleicht sind wir ja schon längst das, was wir wünschen zu sein, ja, und sehen es nur nicht. Was ist da passiert? Wo gab es da so eine Art Trennung in der Wahrnehmung? Also eigentlich müsste man sich ja mal bewusst werden, dass man immer 100% von dem ist, was man heute geben kann. Man ist 100% von dem, was man heute geben kann. Das heißt, man macht schon das Beste. Wenn man gibt sich Mühe, man versucht, das Beste mit sich zu machen, aber mit dem, was heute möglich ist. Und das, wenn man sich dann mal bewusst ist, dann hat man auch nicht immer die Erwartung, dass alles besser werden muss. Und diesen Perfektionsdrang, das ist natürlich auch, das ist unser tief, ob wir es möchten oder nicht, unsere tief christliche Wurzel, diese Perfektion. Also, wenn man gut ist, kommt man in den Himmel. Wenn man sich gut benimmt, wenn man ideal ist, wenn man perfekt ist, wenn man ethisch und moralisch voll und ganz den Werten entspricht, die erwartet werden, dann ist man ein guter Mensch, dann kommt man in den Himmel. Diese Idee oder diese Erwartung des Perfektionierens oder des Perfektioniertseins, das ist übrigens nicht menschlich, das ist mitteleuropäisch oder eben, das entspricht unseren westlichen Gesellschaftswerten und jenen Kulturen, die davon halt auch schon kolonialisiert sind. Aber wenn du in Südamerika in ganz entfernten Kulturen sprichst, mit Leuten sprichst oder mit Schamanen oder mit normalen Menschen, dann sehen die das anders. Die haben dann vielleicht Werte, die sind viel eher auf die Familie ausgerichtet. Die haben Werte, die sind eher auf die Kraft der Magie, auf die Kraft der
von Zeremonien ausgerichtet oder kreativen Entwicklungen, also so dieses Perfektionieren, das ist stark westlich. Ja, und dann hat wir sind natürlich auch alle geprägt von Sigmund Freud etc., also dass man sich da wirklich psychoanalytisch und psychologisch immer verbessern muss, um noch perfekter zu werden, um noch reiner, um noch sauberer zu werden. Das sind natürlich kulturelle Prägungen. Das ist nicht universell, sondern das sind alles kulturelle Prägungen. Wobei wir übrigens bei einem anderen Begriff sind, den ich sehr gefährlich finde, den man auch in der Spiritualität viel hört. Das sind nämlich so diese universellen oder kosmischen Gesetze. Die gibt es nicht, das ist Blödsinn. Das sind alles menschliche Gesetze. Das sind kulturell angeeignete Gesetze. Es gibt kein kosmisches Gesetz. Es gibt in diesem Sinne auch keine göttlichen Gesetze. Göttliche Gesetze, die sind in Büchern geschrieben, die sind in Texten wiedergegeben. Aber die Tatsache, dass es in diesem Sinne keine göttlichen Gesetze gibt, kein richtig und falsch, kein gut und böse, ich sage das jetzt etwas ein bisschen überspitzt, zeigt die Tatsache, zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder auf Spiritualität und Medialität und Heilung. In Mitteleuropa sind ganz viele Leute schockiert, wenn ich erzähle, dass in vielen Schamanisten, gerade jetzt in Südamerika, in vielen Kulturen, egal ob im Hochland oder im Amazonas, die kennen diese Definition von Gut und Böse, so wie wir sie kennen, gar nicht. Und da ist dann auch der Heiler oder der Schamane ist ein Weißmagier und ein Schwarzmagier gleichzeitig. Also ganz viele Schamanen, die ich kenne, zu denen kann man gehen, wenn die Tochter Magenverstimmung oder eine Entzündung hat, dann geht man zu diesem Schamanen und bittet ihn, die Tochter zu heilen. Aber wenn der Nachbar eine Kuh von mir geklaut hat, dann gehe ich zum selben Schamanen und bitte ihn, diesen Nachbarn zu töten oder seine Kinder krank zu machen. Das ist kein Widerspruch für die. Das ist halt okay, das ja gut. Diese Ideen dieser Perfektion, das sind alles unsere Vorstellungen und Ideale, die wir für uns kreiert oder erschaffen haben. Und ich denke, wenn man sich von diesem Erwartungsdrang, eben auch von diesen kosmischen und göttlichen Gesetzen mal ein bisschen löst und das Ganze ein bisschen simplifiziert, das heißt ja nicht, dass man archaisch werden muss und irgendwie nur noch Brandschatz, das heißt es auch nicht, aber es geht einfach darum, sich mal von diesen ganzen Dogmen und selbst von den Dogmen zu lösen, was ist göttlich und was ist nicht göttlich und dann ein Resetting macht, also versucht für sich von Neuem zu spüren, was wirklich meine innere Spiritualität bedeutet. Was ist die eigene innere Seelenkraft? Und dann sollte man halt auch mal Bücher lesen, die nicht nur der eigenen Wertvorstellung entsprechen, weil man dann einfach nur von dem bestätigt wird, was man eh hören und lesen möchte, sondern dass man dann auch Bücher liest oder Videos schaut, jetzt im modernen Zeitalter, die einem auch provozieren, die einem auch herausfordern, weil man merkt, das, was der da sagt, das ist total komisch und das stimmt für mich überhaupt nicht. Aber es kann trotzdem wahr sein. Also ich fühle persönlich manchmal eine Entladung und mich zu äußern und auch mal laut zu werden, auch als Befreiung. Und immer nur von der Liebe zu quatschen, heißt ja nicht, dass man nicht mal sauer werden kann. Es gibt ja Situationen im Leben, wo es einfach drauf ankommt zu handeln, ja, oder eine Grenze zu ziehen, Nein zu sagen. Sich zu behaupten, ist ja auch im Grunde eine Verklärung. Ja? Also wenn Spiritualität schwach macht und nicht im Alltag mündet als Kraft, kann man doch sagen, dass es absolute Gehirnwäsche ist. Ja, und da kommt natürlich auch wieder unser christliches Gedankengut dazu. Das ist noch diese Idealisierung von der Kirche her. Und wenn man sich diesen Werten stellt und wenn man gut werden muss, dann muss man wieder Pharao, dann muss man heilig werden, dann muss man lieb sein, dann muss man diesen Erwartungen entsprechen und in der Spiritualität hat man halt diese Erwartungen übernommen und sich zu eigen gemacht, dass dem aber nicht so sein muss. Jetzt komme ich schon wieder auf Südamerika zurück, das mag den einen oder anderen langweilen, aber nee, es ist in Afrika auch nicht anders. Ich war auch in Tansania und in Nigeria am Arbeiten, also in Nigeria am Arbeiten, Tansania Erfahrungen gesammelt. Aber in vielen Kulturen ist es so, dass der Schamane
der gute Schamane, der gute Heiler, gleichzeitig auch der beste Krieger des Stammes ist. Also jeder Schamane in diesen Kulturen, der kann gleichzeitig Bogen schießen, der kann sein Speer werfen, der zieht in den Krieg mit. Also da ist überhaupt nichts vorhanden von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der stellt sich auch diesen Herausforderungen. Und ich empfehle jedem, der auch an sich arbeiten möchte, und das ist auch das, was du gesagt hast, wenn man sich auch innerlich spirituell entwickeln will und an sich arbeiten, dann sich eben auch mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen. Macht Kampfsport, macht Schwertkampf, macht Taekwondo, was auch immer. Und das, was du gesagt hast, auch das ist wichtig. Wenn man auch wirklich spirituell sein will, ich spreche jetzt nicht vom Dogma Spiritualität, sondern wenn man wirklich diese freie Spiritualität leben will, was das der Begriff eigentlich auch bedeutet, dann darf man auch schreien, wenn es sein muss, dann darf man auch mal laut werden, wenn es sein muss, weil sonst lebt man immer nur eben die eine Seite und die andere nicht. Und das ist total ungesund, das ist extrem ungesund und kann sehr heilend sein, wenn man auch mal diese anderen Seiten ausprobiert, also eben auch mal der innere Krieger und Schreien und Kampfsport und einfach auch ganzheitlich werden, nicht einseitig lieb und gut, sondern ganzheitlich, unvoreingenommen, ohne Dogma. Wie erklärst du denn, dass immer mehr Menschen jetzt sagen, oh, ich bin so hochsensibel, sensitiv, ich bin jetzt auf einmal wahrnehmend und was ich alles sehe? Ich empfinde das manchmal so ein bisschen als ja, ich möchte besonders sein, ja. Aber woran liegt das? Was bedeutet das also für dich jetzt, wenn du davon hörst? Ja, das ist so ein bisschen dasselbe Thema wie die Gender-Bewegungen. Mhm. Also in der Gesellschaft, da gibt es in gewissen Kreisen, ist es hip und ist es cool, genderneutral zu sein. Und wenn du den Leuten natürlich einsprichst, dass es nicht nur Männlein und Weiblein gibt, sondern da ist auch noch Gender, Vielfalt etc. Und dann bist du in einem gewissen Alter oder hast eine gewisse Ausprägung in deiner Persönlichkeit, vielleicht Schwierigkeiten mit deinem Geschlecht oder so, dann bist du froh, wenn das plötzlich heißt, es gibt nicht nur Männlein und Weiblein, sondern du kannst aussuchen. So, das ist eine Modeerscheinung und das wird sicher irgendwann auch wieder gehen, wenn man merkt, es ist doch nicht so, wie es hier vertickt wird. Und ein bisschen ähnlich ist es mit dem Hochsensibel. Klar, wir sind alle intuitiv, wir sind alle sensibel, aber es ist unglaublich cool, wenn man natürlich sagen kann, ich bin hochsensibel. Und das fühlt sich dann in gewissen Kreisen, fühlt sich das auch richtig hip an. Und ich finde es, ich muss auch manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn du mit gewissen Leuten zusammen bist, die dann kein Fleisch essen, weil sie sagen, ach nee, wenn ich ein Steak auf dem Teller habe, dann höre ich das Tier schreien. Hallo? Werd ein bisschen, komm down, also komm auf die Erde, werd realistisch und werd Mensch, weil das ist nicht mehr Mensch sein. Oder jener, der nichts mehr machen kann, weil sämtliche Einflüsse der Sterne und aller möglichen Planeten irgendwelchen Einfluss haben auf ihn, weil er so hochsensibel ist. Und dann hat man noch das Internet und dann findet man ja noch, welche Kulturen oder welche Zivilisationen jetzt auch noch irgendwo eine Sonnen- oder Mondfinsternis haben oder irgendwelche speziellen Sternenkonstellationen. Und dann ist man das ganze Jahr über nur noch hochsensibel und unter Einfluss von irgendwelchen Planeten und Sternen, egal ob es aus der indischen oder der Maya oder Azteken Astrologie ist. Ja, es ist eine Modeerscheinung, es tönt in gewissen Kreisen cool, aber ich muss sagen, das ist auch wieder so eine Verweichlichung seiner selbst. Und ich denke, irgendwann wächst man auch aus dem heraus. Es ist absolut nichts, sensibel zu sein. Es ist absolut nichts falsch daran, intuitiv zu sein. Aber man muss das Ganze in einer Balance halten. Man muss das Ganze ausgeglichen halten. Sonst artet es aus und das ist für niemanden gesund. Na, es wird ja nicht mehr genutzt als Stärke. Es wird als Schwäche ausgelegt. Also ich empfinde es teilweise als ja, hochempfindlich. Ja, also ich bin jetzt das Opfer und der Elektrosmog macht mich fertig. Ja, was sagst denn du dazu? Ja, es gibt ohne Zweifel gibt es Elektrosmog.
Ich meine, wir schauen auch, dass wir in unserem Schlafzimmer so wenig wie möglich elektronische Einflüsse haben etc. Es gibt das alles, aber jene, die sich dann wegen ihrer Hochsensibilität das Leben schwierig machen und nur noch einschließen und nur noch irgendwie ohne Internet etc., das ist dann auch wieder übertrieben. Und klar, wenn du dir natürlich einredest, dass du das alles spürst und das alles wahrnimmst, dann spürst und dann löst, das ist so ein bisschen Placebo-Effekt, der sich dann hier manifestiert, weil du es dir so einredest, dass du jetzt so leidest. Aber ich bin überzeugt, 90% derjenigen, die dann wirklich leiden oder Schwierigkeiten haben, auch mit ihrer Hochsensibilität, das verschwindet, wenn sie das Ganze ein bisschen relativieren würden. Das heißt ja nicht, dass man weniger intuitiv ist. Es gibt sicher auch 10%, die können nicht damit umgehen, die haben irgendwelche Schwierigkeiten, genetisch, Immunsystem, wie auch immer, oder tatsächlich so offen, dass es schwierig ist. Aber die meisten, die bilden sich das hier auch irgendwo einfach ein. Und eben, es tönt halt auch cool und es ist hip, Opfer zu sein. Man wird von allen bemitleidet und man ist hochsensibel und man ist schon fast ein bisschen ein Held. Also für mich im Leben, vielleicht nochmals auf das Thema auch Stärken und Schwächen. Wir haben alle unsere Wunden und irgendwann muss man auch lernen, diese Wunden verheilen zu lassen und nicht immer wieder aufzulecken, weil dann entzünden sie sich immer wieder. Und irgendwann soll man sie halt einfach sehen als Erfahrung, eine Wunde als Erfahrung im Leben, die hat man jetzt, lässt man heilen, macht weiter. Was ist denn für dich Authentizität? Ja, weil das ist ja auch immer so ein Wort, was in spirituellen Kreisen benutzt wird. Ja, authentisch sein, lebe dich, lebe deine Wahrheit, was du wirklich bist. Also meine zwei Fragen: A, was sind wir wirklich? Was sagst du als Seher? Und was bedeutet authentisch leben? Also, eine komplexe Frage, aber sehr interessant. Was sind wir? Vom seelischen Aspekt her würde ich sagen, und das ist meine Erfahrung, sind wir Seelen in einem Körper mit einem Potenzial, einem Talent, einer Begabung. So, und ich denke, unsere Lebensaufgabe ist es, diese Begabung in die Gesellschaft zu integrieren. Sei das nun als begabter Heiler, sei das als begabter Wissenschaftler, sei das als begabter Dolmetscher, sei das als begabte Schreiberin, sei das als begabter Krieger und Kämpfer, auch das gehört dazu, oder auch als genialer Politiker, egal in welchen Aspekten der Gesellschaft. So, also das, denke ich, ist so die Grundessenz des Menschen, dass man spürt, wer man ist mit seinen Talenten und Stärken und diese in die Gesellschaft einzubringen. So, das ist das eine. Und das andere, was war der zweite Teil der Frage? Was authentisch leben wirklich bedeutet. Ach, genau. Also, das ist ja eigentlich schon beantwortet, oder? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Also in meiner Sichtweise ist es so, authentisch zu sein, heißt einfach das auszuleben, was man spürt, was meine Veranlagungen und Begabungen sind. Natürlich auch zu dem stehen, was ich bin. Aber mich dann eben nicht von Ängsten und Unsicherheiten leiten lassen. Und vor allem ganz wichtig auch, gerade in den aktuellen Zeiten, dass man sich den aktuellen Situationen um einen herum anpasst. Denn auch selbst, ich sage es jetzt mal, in spirituellen Kreisen, als Ganzheitliches gesehen, nicht jetzt im Dogma, nicht in der Institution, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Liebe und Harmonie, sondern in der Gesellschaft, in der ganzheitlich spirituellen, offenen Gesellschaft, da gibt es natürlich Momente des Friedens, Momente der Harmonie. Und dann ist authentisch sein, das zu leben. Aber wenn wir in Zeiten leben, die stürmisch sind, die auch Auseinandersetzungen fordern, in denen man schreien muss oder auf den Tisch klopfen oder was für Aktionen sonst noch unternehmen, weil man spürt, das ist jetzt angebracht, dann muss man halt auch das machen. Also auch sich authentisch dem anpassen, was um einem herum passiert, aber auch intuitiv immer wieder abspüren, stimmt das? Aber nicht, und nicht authentisch bedeutet, sich in Dogmen oder in Angst oder Unsicherheiten einzuschließen, um nicht aktiv sein zu können. Was sagst du denn zu Aussagen wie, ich bin nicht von hier, oder wir sind ja geistige Wesen, die sich nur eines Körpers bedienen, ja, die den bewohnen. Was sagst du? Stimmt das? Ja, würde ich sagen, stimmt. Ich
ich bin überzeugt, dass es auch vergangene Leben gibt, dass es zukünftige Leben gibt. Ich weiß, dass es andere Dimensionen, Planeten und Wirklichkeiten gibt. Aber das darf keine Flucht werden. Das heißt, es ist okay, es ist in Ordnung, dass man weiß, man war sonst irgendwo inkarniert. Aber wenn man das natürlich als Entschuldigung nimmt, und das hört man oft, ach, ich bin ja nicht von hier, meine Seele ist nicht von hier, ich fühle mich nicht wohl, ich schließe mich jetzt ein für die nächsten 2 Jahre, weil ich mich mit dieser Realität nicht auseinandersetzen will, dann ist das ein Weichei. Das heißt, man kann außerirdische Seele sein, man kann von irgendwelchen Zeit- und Raum verschiedenen Dimensionen sein, aber wenn man hier inkarniert ist und hier lebt, dann soll man das Beste daraus machen, wenn man denn tatsächlich auch Leben in anderen Planeten hatte oder in anderen Dimensionen. Ja, umso besser, dann nimm das, nutze das Wissen, das du dort gesammelt hast. Erinnere dich dieses Wissens, setze es hier ein, mach das Beste für dich und deine Gesellschaft, nutze es zum Vorteil aller, aber nicht als Ausrede, wieso du jetzt dich nicht mit dem, was passiert, auseinandersetzen kannst. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Angst und Kontrolle zurückkommen. Kann man sagen, dass der eigentliche Schlüssel, um jetzt und generell für alle Zeit man selbst zu sein, Leben, das Leben umzusetzen, seine Rolle zu finden, auch zum Wohle anderer, seine Erfüllung, ja, dass es eigentlich nur um eine Frage geht, die da lautet, wohin geht's jetzt? Dass wir zielgerichtet sind, dass wir ja nach vorne gehen und aufhören, uns da irgendwie beeinflussen zu lassen. Ja, wohin geht's jetzt? Und wie kann ich mich mit dem, was ich habe, am besten einbringen? Zum Gute und zum Wohle dessen, was um mich herum passiert, mit welchen Aktionen dies auch immer nötig ist. Einfach nach vorne blickend und das Beste daraus machen. Macht es Sinn, das Äußere, die Welt zu fragen, wenn man seine eigenen Talente nicht so richtig benennen kann? Weil die meisten Menschen, wenn du die fragst, die sagen, ja, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Ist es eine Hilfe zu sagen, ich gehe jetzt auf die Menschen zu und sag mal, was glaubst denn du, was meine Stärken sind? Schreib mir mal. Oder ist das auch nur deren Anteil und man muss wirklich in sich selbst graben? Nee, ich denke, das ist absolut nichts Falsches, Leute daran danach zu fragen. Ich meine, wir sind ja ein Kollektiv, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Wenn ich heute Zahnweh habe, gehe ich auch zum Zahnarzt und lasse mich behandeln. Wenn ich juristische Fragen habe, dann rufe ich meinen Anwalt an. Wenn ich verspannte Muskeln habe, dann gehe ich zum Masseur oder zur Masseuse und lasse mich behandeln, damit es mir besser geht. Wenn ich persönlich mit gewissen Themen, mit meiner persönlichen Entwicklung nicht weiterkomme, dann rufe ich jemanden an, der sich damit auseinandersetzt, sei das ein Medium, ein Hellseher, ein Seher, ein Psychologe, ein Heilpraktiker, je nachdem, was ich da suche. Also ich sehe das als überhaupt nicht falsch an, Hilfe zu holen. Deswegen sind wir ja eine Gemeinschaft, deswegen leben wir ja im Kollektiv, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Denn denjenigen, den du heute vielleicht nach deiner Lebensaufgabe fragst, der kommt dann morgen zu dir und bittet dich, irgendwas ihm zu helfen, indem du jetzt die Beste bist. Mhm. Also können wir sagen, dass im Schwarzbuch der Spiritualität eigentlich nur die Schattenaspekte, die wir bisher so ein bisschen verdrängt haben, stehen, und in Wirklichkeit sind es die, die wir nur integrieren wollen. Also nicht, dass wir sie ablehnen, sondern dass wir hinschauen und sagen, auch das gehört zu uns. Ja, im Schattenbuch der Spiritualität stehen jene, oder wir haben es über, es gibt da natürlich noch andere, haben wir über einige Kapitel gesprochen, die da stehen, die Schwachpunkte sind in dieser Institution und die von vielen nicht anerkannt werden oder nicht anerkannt werden wollen, weil davon ganz einfach auch profitiert wird. Punkt, so einfach ist es. Es geht nicht darum, dass man jetzt Spiritualität verteufeln will oder dass dieses Schwarzbuch dazu dient, Spiritualität als schlecht hinzustellen, sondern es ist eher eine produktive Kritik, um zu zeigen, was nicht gut gelaufen ist. Und ich habe mich an dieses Thema herangewagt, weil ich seit gut 30 Jahren eben in diesen Kreisen mich bewege. Ich habe das sehr viel beobachtet, sehr intensiv beobachtet.
sehr offen beobachtet, aber dann auch irgendwann immer kritischer geworden und immer mehr und mehr gemerkt, dass da vieles einfach nicht so ist, wie es sein sollte. Also wie auch in vielen anderen Institutionen oder Bewegungen wird einfach mehr Wasser gepredigt und Wein getrunken. So. Dagegen habe ich nichts. Ich trinke selber auch gerne Wein, aber das sage ich dann auch. Ich sage auch, dass ich Wein trinke. Und unsere Gespräche wie diesen versuchen einfach auch ein bisschen zu zeigen, hey, es geht nicht nur darum, Wasser zu trinken, sondern es geht einfach auch darum, halt mal anderes noch zu probieren und zu sehen, was wirklich möglich ist. Inwieweit sind denn so hochrangige Politiker, Unternehmer, die du berätst, spirituell? Wie würdest du das benennen? Sind die spirituell oder wie nennst du das, was die sind? Wir müssen jetzt differenzieren. Wir sprechen ja jetzt hier von der Spiritualität als Dogma und von der Spiritualität als freie Philosophie. Mhm. Und es gibt beides. Es gibt solche, die sehr spirituell sind im Sinne von Freidenker, also dogmafrei. Und dann gibt es auch sehr viele, die sind spirituell, aber im institutionellen Sinne. Und dann gibt's viele, die sind weder im einen noch im anderen. Und die sehen meine Beratungen ganz klar und einfach als Vorteil für ihre persönliche Entwicklung oder für das Erreichen ihres Zieles. Und dann ist Medialität ein Hilfsmittel, das zusätzlich zu anderen genutzt wird, um so positiv wie möglich ans Ziel zu kommen. Was sagst du zu dem Thema Aufstieg? Frequenzerhöhung, niedere Ebenen? Kannst du das bestätigen, dass es darum geht, dass wir uns wirklich so verändern, dass wir leichter werden, bewusster werden, durchlässiger werden? Oder siehst du das ein bisschen anders? Der Jude wartet auf die Geburt des Messias, der Christe wartet auf die Wiederkunft Christi und der Spirituelle wartet auf solche etwas modernere Befreiungstheorien. Ich möchte es jetzt, wie schon gesagt zuvor, nicht ausschließen, irgendwann, vielleicht in ferner Zukunft möglich. Aber das sind für mich Ziele oder Ideen, die so weit weg sind, dass sie außerhalb unserer aktuellen Realität sind. Und wenn dann in 15 Generationen die Menschheit dort als Kollektiv hinkommt, dann ist das für uns irrelevant, weil das weder für unsere noch die Generation unserer Kinder oder unserer Enkelkinder wirklich eine Rolle spielen wird. Also da bin ich, was meine Analysen, meine Beobachtungen, Bilder mir zeigen, sehr skeptisch und kann ich diese Theorien nicht wirklich unterstützen. Wer oder was ist für dich der größte spirituelle Lehrer in deinem Leben? Ja, das kann ich so nicht sagen. Das ändert sich je nach meiner eigenen persönlichen Entwicklung. Ich fühle mich in einem gewissen Zeitfenster zu dieser Person hingezogen, dann zu jener Person hingezogen. Manchmal ist es eine Person, die vor langer Zeit lebte, manchmal vor weniger langer Zeit. Ich möchte ein ganz kleines Beispiel geben. Wir letzten Sommer sind meine Freundin und ich haben uns ein Auto gemietet in Mailand und sind dann durch Umbrien und die Toskana gefahren. Und da war für 10 Tage war Franziskus von Assisi war mein spiritueller Meister. Wir sind dann auch zu ihm in den Ort Assisis gegangen. Und da war ich 10 Tage oder 2 Wochen war ich da wirklich in dieser Energie, in dieser Kraft. Er hat sich mir davor und danach auch öfters wieder gezeigt, indem ich plötzlich irgendwo eine Skulptur sah von ihm oder in einer Kirche oder eine große Figur. Wir waren dann mehr oder weniger zufälligerweise in Bolivien in einem Kloster, das von Franziskanerinnen geleitet wurde. Das war eine sehr intensive und eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Begegnung mit einem für mich spirituellen Meister. Das ist jetzt wieder ein bisschen anders. Im Moment gibt es jetzt hier gerade so niemanden im klassischen Sinne, aber
jetzt dafür seit wenigeren Tagen wieder komme ich sehr stark in die Kraft der spirituellen Energie von Ayahuasca. Wir fangen diesen Sonntag, fängt ein 10-tägiges Retreat an, das wir organisieren mit Schamanen. Da gibt's Ayahuasca-Zeremonien und Peyote-Zeremonien. Und jetzt im Moment arbeite ich seit letzten Sonntag, um genau zu sein, mit dieser Energie. Und da lasse ich mich von dieser Energie der Ayahuasca führen, leiten. Das ist jetzt in diesem Sinne nicht ein aufgestiegenes Lichtwesen oder Meister oder ein Heiliger, sondern das ist eher so eine kollektive Energie, die aus dem Amazonas kommt und die sich mit einem verbindet, den man Ayahuasca nimmt. Also das ist je nach Situation und Umstand verändert sich das. Aber es ist für mich sehr wichtig, diese Art von Begleitung und Unterstützung zu spüren, weil es gibt mir sehr viele Inspirationen, es gibt mir sehr viele Ideen und Anleitungen. Also viele Schamanen treffen sich, das hast du organisiert, so verstehe ich das. Was ist denn deine Frage oder eure gemeinsame Frage jetzt, an der ihr sozusagen nicht arbeitet, aber für die ihr euch öffnet und eine Antwort erhofft? Ja, also es sind nicht viele Schamanen, die kommen, es kommen drei. Und es kommt eine Gruppe aus Europa, Schweiz, Deutschland und Österreich, die an diesem Retreat teilnehmen. Das Retreat haben wir ausgeschrieben als finde den Fokus auf deine Visionen, um diese kraftvoll in deinem Alltag einsetzen zu können. Also was will ich überhaupt? Und dann das mit dem kraftvoll ist ein bisschen das des inneren Kriegers. Also so in diese innere Kraft, in das innere Selbstvertrauen zu gehen und dann mit diesen Inspirationen zurück nach Hause zu gehen. Und die drei Schamanen, die dann kommen, zwei kommen aus Kolumbien und einer ist schon hier, die begleiten die Gruppe und helfen ihnen, ihre Reise machen zu dürfen, um dann zu begegnen, was auch immer für sie ansteht. Und meine Freundin und ich, die das organisieren, wir machen die Zeremonie natürlich nicht. Das ist nicht unser Fachgebiet, aber wir machen Meditationen mit den Teilnehmern und ich mache Aura-Lesungen und meine Freundin macht Yoga und Heilsitzungen und ich gebe Vorträge und wir machen Tagesausflüge etc. Also wir sind so ein bisschen so im Hintergrund und helfen und strukturieren und das ist dann das Thema dieser Gruppe. Wow. Also für mich ist die Natur mein spiritueller Lehrer im Moment. Sehr schön. Und auch die Tiere. Vor allem mein Hund. Ja, und ich danke dir von Herzen für diese vielen, ja, kraftvollen Worte, die Inspiration und dein Sein. Danke, Martin. Danke, dass es dich gibt und dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Danke dir, liebe Peggy, für dieses spannende und inspirierende Gespräch und danke natürlich auch an das ganze Team im Hintergrund und Sandra und Oliver. Und danke auch den Zuschauern für die Zeit, die ihr uns gegeben habt. Und ich wünsche euch allen viel Kraft, viele Inspirationen auch in eure eigene innere Kraft und in eure, ja, dogmafreie Spiritualität zu kommen. Ich sage auch Dankeschön und wir freuen uns auf eure Kommentare. Tschüss und bis bald.